Vor der Wahl bekennen sich die meisten Parteien zum Klimaschutz, wenn auch mit unterschiedlich ehrgeizigen Zielen. Viele betonen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien dazu unbedingt vorangetrieben werden müsse und beklagen zugleich langwierige Genehmigungsverfahren, etwa für neue Windräder. Doch wenn Deutschland sein Klimaziel bis 2030 erreichen wolle, so ist zu hören, müsse die Politik aufs Tempo drücken. Deutschland braucht Strom in Zukunft viel mehr als jetzt und er soll grün sein aus erneuerbaren Energien wie dem Wind. Haushalte und Industrie sollen klimaneutral werden, doch allein die Chemiebranche wird in 30 Jahren so viel Strom benötigen, wie zurzeit im ganzen Land verbraucht wird, so der Bundesverband der deutschen Industrie. Beim aktuellen Ausbautempo von Windparks droht allerdings eine massive Ökostromlücke. Gründe dafür? Zum einen hat die Bundesregierung einen Deckel beschlossen, der den Ausbau begrenzt hat, anstatt ihn zu beschleunigen. Und das zweite große Hemmnis ist, dass Baugenehmigungen immer schwerer zu erreichen waren. Hier läuft es besser. Hornsea, der größte Offshore-Windpark der Welt vor der britischen Küste. Es gibt noch 37 andere Windparks entlang der Insel und im August waren kurzzeitig mal 2/3 des britischen Stroms aus Wind gemacht. Die Betreiber erhalten 15 Jahre lang einen garantierten Abnahmepreis, ideale Bedingungen. Es gibt ja etwa 12.000 Kilometer Küstenlinie und zusätzlich eben auch im Meer sehr viele geeignete Areale, in denen Windkraftanlagen errichtet werden können. Und zum anderen hat Großbritannien auch frühzeitig die regulatorischen Weichen sehr sinnvoll gestellt. Davon ist Deutschland weit entfernt. Wenn die Energiewende gelingen soll, dann muss es jetzt losgehen, so der Branchenverband. Insofern wird die Windenergie um mehr als das Doppelte ausgebaut werden müssen pro Jahr, wie es derzeit der Fall ist. Es muss leichter werden, Baugenehmigungen zu erreichen und es muss auch schneller gehen. Abstandsregelungen, Bürgerproteste, Gerichtsverfahren, das alles sind allerdings Hemmnisse, die hierzulande den Bau von Windparks an Land erstmal weiter beeinflussen.